Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin die Isabel Horn. Ich würde mal sagen, kommt einfach rein in unser trautes Heim. Ich freue mich. Wir wohnen alle hier. Die ganze Familie, die beiden Kiddies, Ella und Fritz, Jens und ich. Und die liebe Mia, die werdet ihr später bestimmt auch noch mal sehen. Oder jetzt auch schon hören, ne? Da kommt sie nämlich gerade. Vielleicht kennt der ein oder andere mich noch aus der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da war ich ja lange Teil des Hauptcastes. Mischt sich auch immer ein. Das ist so eine typische Frau, die muss die ganze Zeit immer erzählen, ne, Märchen? Muss ja auch mal Hallo sagen. Ja, mittlerweile spiele ich jetzt bei Bettys Diagnose, die Schwester Rike. Hier sind wir jetzt im Flur. Also wir haben das vor einer Zeit lang alles komplett neu gemacht. Schön angestrichen und so, mit einer neuen Garderobe. Da sind jetzt ganz viele Jacken von den Kiddies in der Wäsche. Ja, weil die gehen ja in die Waldkita und es sieht immer dann sehr wüst aus, die Sachen. Die mussten mal wieder gewaschen werden. Normalerweise ist es hier komplett vollgestellt. Eigentlich reicht es auch nicht für die Jacken. Aber ich fand den einfach so schön. Deswegen habe ich den damals bestellt. Und ja, Spiegel müsste eigentlich an der Wand hängen, aber ihr wisst, wie das ist, ne? Sagt man den Männern was und das passiert einfach nicht. Aber irgendwie sieht es so auch schön aus, deswegen ist das jetzt so. Kann man eigentlich auch so lassen, oder? Muss man vielleicht gar nicht mal anbringen. Tja, dann kommt mal mit. Ich zeige euch gerne mal das Herzstück der Wohnung. Ja, das ist nämlich hier unsere Küche. Hier verbringen wir sehr, sehr viel Zeit. Hier essen wir tatsächlich auch morgens, mittags, abends, weil wir haben keinen wirklichen Esstisch. Aber ist auch gar nicht schlimm, weil es ist total praktisch. Kann man hier alles schön zubereiten, dann direkt servieren. Ja, wir haben die Küche selber gemacht. Es war vom Vormieter eine andere Küche drin, aber alles rausgerissen. Ein ganz schöner Akt, muss ich ehrlicherweise sagen. Das hat eine Weile gedauert, bis das dann steht. Aber jetzt mittlerweile bin ich sehr, sehr happy. Besonders über diese schöne Lampe. Die hat Jens nämlich selber gebaut. Da haben wir von draußen, von so einer alten Bank, einfach diesen Balken genommen und dann diese Lampen da befestigt. Und irgendwann morgens, als wir aufgestanden sind, in die Küche gekommen sind, haben wir uns so gewundert, weil überall so kleine Häufchen waren mit Holzspänen. Ein bisschen drin gewühlt. Und da waren tatsächlich Holzwürmer da, ne? Das ganze Ding voller Holzwürmer. Und es ist arschschwer. Das kannst du ja nicht so einfach wieder abbauen. Ja, haben wir uns echt eine Platte gemacht, aber am Ende, nach 2 Wochen, waren die scheinbar alle rausgefallen und seitdem haben wir Ruhe. Berufstätige Mama, ne, 2 Mäuse, da hat man schon ganz schön viel um die Ohren. Aber natürlich wird hier gekocht. Hier wird wahnsinnig viel gekocht. Aber ich muss gestehen, eher Sachen, die schnell gehen. Also so ein 5-Gänge-Menü wird es hier nicht geben. Ne? Hier gibt es ganz gerne Katze. Katze in den Ofen gegart oder ab jetzt hier. Es ist wirklich, heute, sonst ist die so gut erzogen, müsst ihr wissen, weißt du. Also sonst, die hört auch immer, also gerade so der Vorführeffekt. Ja, und hier kommen wir dann auch direkt ins Wohnzimmer. Ich liebe das ja echt, dass das hier so alles so offen ist. Hier lümmeln wir uns auf der Couch, hier können die Kinder auch spielen. Und hier können wir einfach entspannen und uns an dem tollen Ausblick erfreuen. Ich habe mich da auch so dran gewöhnt, einfach so ins Grüne zu gucken. Ja, wir haben ja hier auch diesen Riesenast. Unser Vormieter hat den angebracht und als ich damals mir die Wohnung angeschaut habe und diesen Ast gesehen habe, da war ich gleich so begeistert. Ich wüsste auch gar nicht, wie wir das selber machen. Ich kriege da so viele Nachrichten immer. Also ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat, aber es sieht schön aus. Es soll da unbedingt bleiben. Ich liebe alte Möbel, die eine Geschichte haben. Ich liebe aber auch moderne Sachen. Ich liebe Naturmaterialien und so versuchen wir das zu mixen. Aber ich liebe es auch, dass es relativ clean ist. Also hier steht nicht super viel rum. Wenn hier viel rumsteht, kriege ich irgendwann einen Ausmistungswahn. Ja? Und dann, ich liebe es ja auszumisten und dann kommen auch mal Sachen weg. Gerade als Schauspielerin, da geht man schon viel aus sich raus. Es ist auch echt oft hektisch, wuselig. Und im Privaten liebe ich es wirklich, mich zurückzuziehen, ja, die Ruhe in der Natur zu genießen und auch einfach mal den Mund zu halten. Ich bin gerade morgens auch ein echter Morgenmuffel. Also Jens steht auf und ist gleich so, hi, ja. Und ich brauche erst mal so meine halbe Stunde, bis ich so zu mir komme.
Es denken viele Leute nicht, die sagen immer, Mensch, du bist immer so positiv und du strahlst immer so, aber ich habe auch echt ruhige Momente. Ich bin schon ein recht offenherziger Mensch und ich teile ja auch viele Familienmomente, aber es ist ganz klar, dass wir die Kinder nicht zeigen. Man sieht die nie frontal. Es gibt so viele private Familienmomente, das geht die Leute auch nichts an und meine Community ist da auch echt sehr reif und verständnisvoll und dankbar für das, was ich teile. Aber natürlich gibt es auch noch einen großen Teil, der einfach nur für uns bleibt. Eines der ersten Möbelstücke, die wir damals gekauft haben, war ja dieser Schrank. Das ist so ein ganz alter asiatischer Schrank. Ich habe mich gleich darin verliebt und wir haben so wenig Stauraum in der Küche und da sind jetzt unsere ganzen Gläser drin und Vasen und unten der Gin von Jens. Und ich weiß gar nicht, ob dieser Schrank dafür gemacht ist. Einige meiner Follower haben auch geschrieben, das sieht aus wie so ein großer Vogelkäfig. Ich dachte so, ah, okay. Gut, in unserem Vogelkäfig haben wir auf jeden Fall die Gläser. Ich lieb's. Und hier können die Mäuse sich immer austoben und wenn wir hier sind, dann haben die auch immer noch so eine Spielecke. Die haben hier oben auch das Kinderzimmer, aber hier lieben die das eben auch zu spielen. Und besonders die Männer, ja, haben letztens auch erst wieder hier schön gekocht. Ne, wir haben immer ein Fünf-Gänge-Menü gezaubert tatsächlich. Mutti kriegt's nicht in der Küche, aber hier, die Kinder schaffen's. Ja, hier ist immer ordentlich was los. Ja, wenn ihr wollt, dann können wir jetzt mal nach oben gehen, ne? Oben ist unsere Galerie. Dann auch noch mal so einen schönen Ausblick. Da sind dann auch die anderen Zimmer. Ja, ich muss sagen, hier auf der Galerie, hier fühle ich mich auch sehr wohl. Ja, wir haben diese Möbelstücke tatsächlich auf dem Flohmarkt gefunden und ich habe ja auch schon gesagt, ich liebe auch so alte Möbelstücke mit Geschichte. Die können auch gerne ein bisschen ranzig und geliebt worden sein. Ich finde das einfach toll. Und ja, irgendwann sind wir eben auf diese Sessel gestoßen und dann kam die Lampe dazu, das Bild und das macht es irgendwie so ein bisschen wohnlicher und so eine schöne Atmosphäre. Ja, hier unten haben wir es ja eher so grau gehalten. Ne? Da oben mit der grünen Wand habe ich nochmal so einen farblichen Akzent gesetzt. Ich glaube, mittlerweile würde ich es auch wieder anders machen, weil mein Geschmack sich auch immer wieder von Zeit zu Zeit verändert. Zum Leidwesen von Jens muss ich dazu sagen, da muss das dann immer umsetzen. Sagt man das so zum Leidwesen? Zum Leidwesen? Ja, war das richtig grammatikalisch? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass es meine Familie immer gut geht, wir gesund und munter sind und es uns an nichts fehlt. Aber sagt mal, was wäre denn euer Wunsch? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin total gespannt. Jetzt kommen wir hier nochmal in den Zwischenraum, würde ich mal sagen, zum Badezimmer und zum Kinderbereich. Das ist auch so ein kleiner Kindervorraum. Habe ich hier damals, als Ella geboren wurde, so eine kleine Kinderstange selber gebastelt. Da hängen jetzt noch die Sachen von Fritz. Mit dieser Kleiderstange, das war echt so ein spontaner Einfall, weil wir ja super oft spazieren gehen draußen und natürlich auch ganz viele Stöcker da rumliegen. Und dann kam mir das so in den Sinn, dass man das doch so schön integrieren kann. Und dann hat Jens das so befestigt. Ich finde das einfach toll, wenn man Sachen selber macht, das selber gestalten kann. Ich habe immer gute Ideen, bin nur nicht so gut in der Umsetzung. Also so handwerklich begabt bin ich wirklich gar nicht. Aber dafür habe ich dann den Jensemann. Sind wir leider schon beim Ende angekommen. Es war total schön, dass ihr heute zu Besuch wart. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich auch riesig über ein Abo. Ich wünsche euch einen schönen Tag.